Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Nightingale. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's mit unseren ersten Schritten in der Welt. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns irgendwo ein feines Plätzchen suchen, wo wir uns ein bisschen was aufbauen können. Steht ja auch da oben in der Ecke unsere nächste Quest. Besetzen Sie ein Stück Land für Ihr Anwesen. Steinhaufen bauen. Machen wir, liebes Spiel, sobald wir eine Ecke gefunden haben, die gut genug aussieht, wo es ein bisschen ebenerdig ist, wo wir ein bisschen Platz haben und wo wir nach Möglichkeit auch noch einigermaßen schöne Aussicht haben. Wir gehen einfach los und schauen mal, was wir so entdecken können und wo es einigermaßen gut aussieht. Eigentlich hätte ich ja gerne im Wasser gebaut, aber hier ist es überall so uneben da unten und es ist auch überall kaum mal ein bisschen ebene Fläche. Deswegen gehen wir einfach mal ein bisschen weiter rein ins Landesinnere und gucken mal, ob hier vielleicht irgendwo ein Eckchen ist, wo wir uns mal ein bisschen was aufbauen können und anfangen können, mal reinzustarten ins Crafting, ins Base Building. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin so gespannt, was uns alles erwartet. Wir haben ja auf der Karte auch schon... Hallo? Ach, seid nur ihr. Auf der Karte auch schon gesehen, es scheint wohl NPCs zu geben. Wir haben ja gesehen, Essenzhändler. Da will ich auf jeden Fall auch vorbeigucken. Aber erstmal brauchen wir ein Plätzchen, wo wir uns was aufbauen. Ich meine, hier ist schon gar nicht schlecht. Hier hätten wir schon einiges an ebener Fläche. Aber von der Umgebung gefällt es mir hier nicht so gut. Guck mal, hier haben wir nochmal so eine Ruine. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Warum nicht, wenn wir schon mal hier sind? Oh, Leute, hier. Guck mal, wie schön. Mit dem Wasser hier. Das gefällt mir. Oh, das sieht mal richtig gut aus. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mal ganz spontan unseren Base-Spot gefunden. Okay, hier ist nicht ganz so eben. Aber gefällt mir. Gefällt mir gerade sehr gut. Auch wie der Nebel hier so ein bisschen reinzieht. Richtig, richtig schön. Ich glaube, hier fangen wir mal an, uns was aufzubauen. Setzen wir erstmal diesen Steinhaufen. Mal gucken, was wir dafür überhaupt brauchen. Steinhaufen, zeig mal her. Oh, guck mal, wir haben Licht. Wo ist denn das? Ach, hier, Anwesen. Okay, wir haben keine Steinblöcke dabei, aber können wir schon mal platzieren? Ja, können wir. Cool. Pass mal auf, du kommst einfach mal hier. Oh, alles klar. Reduziert die Anzahl aggressiver Kreaturen in der Nähe. Das hört sich schon mal gut an. Setzen wir mal hier hin. Packen wir schon mal rein, was wir haben. Wir brauchen ein paar Steinblöcke. Kein Problem, die kriegen wir doch eben hier. Da liegen noch Steine rum. Dann bauen wir mal diesen Steinhaufen auf. Und dann gucken wir mal, ob wir die ersten Teile setzen können für so eine kleine Basis hier. Bombs, Bombs. Nochmal drauf. So, Blöcke, Blöcke, Steinblöcke, gib her. So, super. Rückzugsort. Platzieren Sie einen Steinhaufen, um einen sicheren Bereich für den Bau Ihres Anwesens zu erschaffen. Wenn Sie in der Schwebe sterben, kehren Sie hierher zu. Alles klar, das ist unser Respawn-Punkt sozusagen. Ach, guck mal, da ist auch wieder Puck. Your tenacity overrules the gusts of fate. And this Fae you have pleased. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Should you hear that siren call, you'll require unbraided cards and the power to play them. Wir haben ja schon ein paar Karten gefunden in den Kisten im Tutorial auf der zweiten Tutorial Map oder nie auf der letzten im Sumpf. Fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power, sealed by your kin long ago. Forsworn by Fae, even longer still. There are many sites, each granting access to ever more distant spheres. Nearest, though, the Antiquarian. Formidable enough for one so green. You must first gain entry. Passing through a seal forged by those last children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, knew the gravity of a contract. Their gates bar access to those unworthy, but I see that strange, hopeful spark within you. Nurture it with its own fundament, humanity. Be it comfort, companionship, coffer, I know not. Once within, delve ever deeper. Toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Hurry now, fleshling, and prepare.
The Infinite awaits. Mhm. Kraftorte. Okay. Lass mal nochmal auf die Karte gucken. Wir haben ja auch ein paar mehr Sachen noch entdeckt gestern mal vorbeilaufen. Deswegen hatten wir, glaube ich, auch so viele Gegner, weil wir hier überall durch Gebiete gelaufen sind, wo bestimmte Punkte von Gegnern besetzt sind. Und hier steht ja auch, besiegen Sie feindliche Kreaturen, die diesen Ort besetzt halten, um Belohnungen zu erhalten. Und dann Fee-Artefakt. Geben musikalische Töne ab. Ahmen Sie Ihre Folge nach, um Belohnungen freizuschalten. Okay, klingt interessant. So, hier hatten wir das Portal, hier hatten wir diesen Transmutor, wo wir mit den Karten so ein bisschen die Welt verändern können. Und irgendwo hier... Ach, guck mal, da ist hier dieser antiquarische Kraftort. Okay, hat also automatisch aufgedeckt. Und NPCs, ne, das hatten wir auch gestern schon gesehen. Essenzhändler. Tauschen Sie Essenzstaub gegen neue Entdeckungen. Darunter Bauentwürfe und Gegenstandsrezepte, mit denen Sie Anwesens- und Ausrüstungswertungen erhöhen können. Klingt super interessant. Ich glaube, wir sollten mal schon in dieser Folge mal vorbeigehen. Ach, guck mal, hier haben wir sogar die Uhrzeit. Wie cool, habe ich sich jetzt erst. Gefällt mir. Okay, Rückzugsort. Also, wir haben das Ding gebaut. Und jetzt können wir... jetzt können wir das erstmal ein bisschen was Richtiges bauen. Guck mal hier, bauten primitiv. Okay. Was haben wir denn hier? Flachdach, einfache... Ach, wir können aber auch schon Stein bauen. Finde ich ja mal cool. Kostet Steinblöcke. Okay, wir gucken mal. Können wir es drehen? Ja. Hier finde ich es super schön, Leute. Das Wasser gefällt mir richtig gut. Der Farbton hier, dieses so ein bisschen hellblau ist. Einfach schön. So, kann ich das denn irgendwie... Ah ja, alles klar. Da unten steht es auch. So kann man die Höhe verändern. Ist ja ein bisschen uneben hier, ne? Können wir denn hier oben trotzdem auf der Höhe anfangen? Zum Beispiel hier. Und dann so ein bisschen so und vielleicht so... Naja, das ist... Machen wir ruhig so die Ausrichtung hier. Komm mal her. Zack. 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 Finde ich super. So, hoffentlich passt es auch von der Höhe. Passt. Oh, ich hab... Das sollte da gar nicht hin. Geht noch. Alles klar. Können wir das auch wieder wegnehmen hier? Ja, dekonstruieren. Super. Okay. Ja, machen wir... Fangen wir... Ne? Bauen wir ruhig gleich ein bisschen... Bisschen größer. So. Das soll erstmal reichen. Ah, finde ich cool. Der zeigt noch gleich an, wie viel wir für alles brauchen. Wir brauchen jetzt 300 Steinblöcke. 12 können wir schon mal... Nee, 12 braucht 1 und insgesamt 300. Alles klar, dann holen wir Steinblöcke und hauen erstmal unser Steinfundament hier hin. Ich bin gespannt. Super, Leute, wir fangen an zu bauen. Sehr, sehr schön. Zwar nicht genau am Meer, aber ein bisschen Wasser haben wir trotzdem. Weil am Meer haben wir einfach jetzt keinen Platz gesehen, der gut genug war. Dann bleiben wir hier. So, gib mal her. Was können wir denn schleppen? Einiges noch. Dann hau ich auch nochmal drauf. Zack. Super. Sieht doch schon mal. Wir könnten sogar noch eine Reihe hier weiter rausgehen. Ja, wir können das auch später bestimmt auch noch umbauen. Wie jetzt 6 von... Na gut. Waren das nur 6 Steinblöcke, die wir jetzt aufgehoben haben? Können wir wohl eine Weile basteln an unserem Fundament. Die kleinen Steine gehen wahrscheinlich nicht, ne? Wir nehmen sie trotzdem mal mit. Sagt uns, oh, wir sind schon wieder angeschlagen. Was, das heißt angeschlagen, wir haben schon wieder nur noch so wenig Lebensenergie. Das Gewicht ihres Inventars behindert sie. Ja, nur ganz kurz. Wir werden gleich eine Menge davon loswerden. Zack, zack, zack. Können wir den großen ja eigentlich auch abbauen? Nee, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Also, fangen wir ganz gemütlich an, unser Häuschen hochzuzimmern. Und ihr Lieben, ich hoffe, es läuft jetzt auch alles absolut flüssig. Letzte Folge lief es ja nicht ganz so. Ihr habt zwar geschrieben, es war nicht so wirklich schlimm. Aber mir persönlich ist es... Ach, guck mal, wir haben schon die ersten 2 fertig. Sehr cool. Ist mal ein Happen nebenbei. Jung, ach so, musst du die Axt aus der Hand nehmen? Die geht auch so. Ist noch mal ein Happen. Besser ist das. Und ist ruhig noch ein Happen. Sehr schön. Okay, also es läuft jetzt hoffentlich alles flüssig. Ich habe DLSS vergessen zu aktivieren in der ersten Folge. Und ich musste auch in OBS noch mal ein bisschen was umstellen. Jetzt soll es aber alles... Super flüssig. Ich habe auch oben mal die FPS-Zahl einblenden lassen. Da ist eigentlich die ganze Zeit bei 60 FPS, vielleicht mal bei 58 oder so. Müsste alles passen. Wobei ich auch gestern absolut flüssig gespielt habe für mich selber, aber die Aufnahme hat halt ein bisschen geruckelt. Wie gesagt, ihr habt geschrieben, es war nicht so schlimm, aber bei mir ist es im Video extrem aufgefallen, als ich bei YouTube reingeschaut habe. Und
Ja, hat mich schon ein bisschen, klein bisschen traurig gemacht, weil gerade so erste Folgen von neuen Spielen sind ja immer eine Möglichkeit, auch mal vielleicht ein paar neue Zuschauer anzusprechen. Und wenn dann aber jemand neu auf den Kanal kommt, sich das Video anschaut und gleich feststellt, dass das ein bisschen ruckelt und nicht sauber läuft, dann sind halt viele auch gleich wieder weg, weil sie sagen, nee, das gucke ich mir nicht an. Also ich selber bin auch so ein Typ, wenn ich irgendwo ein Let's Play reinschaue und das läuft nicht sauber, das ruckelt und ist nicht schön zum Zugucken, nicht absolut butterweich und flüssig, dann bin ich im Regelfall auch raus. Weil das einfach zum Zuschauen wenig Spaß macht. Und deswegen, also hätte ich das vorher gesehen, ich habe gedacht, das ist alles flüssig aufgenommen, aber während des Spiels merkt man das auch kein Stück, dass das ruckelt in der Aufnahme. Das sieht man wirklich erst, wenn man sich hinterher die Aufnahme anguckt. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich diese erste Folge tatsächlich nicht hochgeladen, sondern hätte alles nochmal ein zweites Mal aufgenommen mit den richtigen Einstellungen. Ich dachte auch, ich habe DLSS an, weil da stand Super Resolution, aber das war FSR und ich habe nicht weiter runtergescrollt und gesehen, dass man da nochmal separat dann eben DLSS anschalten muss. Und deswegen ist es halt nicht wirklich sauber gelaufen, gerade beim Drehen der Kamera. Und es war auch sofort zum Spielstart. Also kaum die ersten zwei Schritte dieser Höhle hat man gleich gesehen, das ruckelt. Schwer am Arbeiten. Aber ein paar Fundamente haben wir schon geschafft. Wir lassen uns auf jeden Fall Zeit. Zack. Guck mal da in der Mitte, das geht doch gut. Ich finde es cool, wenn man das Blaupause hier alles zusammen aufschließt, dass er das auch als zusammenhängendes Bauwerk erkennt und das Material gleich für alles anzeigt und auch gleich für alles reintut. Gibt es hier eigentlich noch mal was zu... Oh, cool, das sehe ich ja jetzt erst. Ich bin so gepackt von dieser Fantasy-Welt hier. So gepackt. Oh, guck mal hier, Bärchen. Nimm mal mit, können wir die hier eigentlich? Nee, ne, die können wir nicht. Du sollst die nicht in die Hand nehmen, die Bärchen, sollst die Spitzhacke nehmen. Können wir das hier abbauen? Nee, hat auch kein Spitzhackensymbol. Aber der geht doch noch. Rops, rops, ab. Gib das alles mit. Sehr schön. Den nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir zwar ein bisschen langsamer, aber egal. Baff. Zack, 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 zack. Man kriegt immer drei, ne, pro Felsklotz. Drei Steinblöcke. Ja, beweg dich mal rüber. Ganz gemütlich. Ausgut sind wir ja noch einigermaßen. Und wenn nicht, können wir ja auch zur Not nochmal schnell so ein Zelt aufstellen und da einen Schlafsack reinlegen, dass wir uns irgendwo ausruhen können, wenn das Häuschen noch nicht steht. Würde ich sagen. Ey, das ist so schön hier, Leute. Ich finde das so schön gemacht. Wie gesagt, mich spricht es total an. Und hier sind wir jetzt auch in einer Ecke, die ein bisschen friedlich ist. Wir haben ja gestern ganz viele Gegner sofort am Hintern gehabt, weil ich eben aber auch mitten durch Gegnergebiete gelaufen bin hier, ne? Aber auch wirklich mitten durch. Ich hoffe, wir können dann die Gebiete da auch alle wirklich befreien von Gegnern, wenn wir da dann mal aufräumen, dass sie nicht mehr besetzt sind. Das, was ein bisschen friedlicher auch in der Umgebung noch machen. Aber hier mit unserem Steinchen dürfte jetzt auch super friedlich sein. Oh, fängt an zu regnen. Ah, wir haben einen Schirm dabei. So, okay, so viel fehlt doch jetzt gar... Guck mal, das auch nochmal... So viel fehlt doch jetzt gar nicht mehr. Läuft doch ganz gut. Läuft doch ganz gut. Ich dachte gerade, da oben steht ein Vieh, ne? Das ist eine Statue. Mann, ich dachte gerade, da steht so eine Art Steingolem. Was ist das denn? Da steht ein Steingolem rum. Kann man sich eigentlich hier unterstellen? Ja, super. Das funktioniert schon mal. Okay, wir brauchen noch viel mehr Steine. Und den Rest bauen wir dann aus Holz, würde ich sagen. Weil Holz haben wir hier oben deutlich mehr als Steine. Was für ein riesiges Wagenrad. Super, können wir dich abbauen? Nee, auch nicht. Schade eigentlich. Den hier auch nicht. Oder vielleicht nicht mit der Hacke, die wir jetzt haben. Vielleicht brauchen wir ein besseres Werkzeug, um größere Steinklumpen abbauen zu können. Hopp. Hopp. Eins, zwei. Da sind immer drei. Wir kriegen immer drei Häufchen da raus. Dopp, 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 dopp. Halt. Den nehmen wir auch noch mit. Wir können aber gucken, was wir sonst noch in der Tasche haben. Ich könnte mal was anderes ein bisschen erstmal wegschmeißen. Was wir nicht unbedingt brauchen, was Gewicht zieht. Na, eigentlich brauchen wir das alles, ne? Hier haben wir Sandsteine, hier haben wir normale Steine. Guck mal, wir nehmen davon mal ein paar weg. Von den einfachen kleinen Steinen. Machen wir 15 kaputt. Gibt es auch gleich wieder ein bisschen Essenzstaub. Können wir unsere Sachen wieder reparieren. Immer noch überladen. Da oben fehlen noch so ein paar von den Steinblöcken, die dazugehören. So ein bisschen in der Luft. So, jetzt sind wir komplett... durchweicht. Was macht denn das mit uns? Können wir das sehen hier? Durchnässt. Ihre Ausdauerregenerationsrate ist drastisch reduziert. Okay. Das hat also schon Auswirkungen. Finde ich super.
Ich mag ja auch Spiele, wenn es so schöne Wettereffekte gibt, auf die man auch ein bisschen achten muss oder vor denen man sich ein bisschen schützen muss. Nimm mal kurz das Messer in der. Nee, das Messer sollst du in der Hand nehmen. Da kannst du auch den Schirm dazu nehmen, ne? Wobei ich glaube, das nützt uns jetzt. Doch, das nützt uns auch nochmal was. Ah, wie gut. Ich wollte schon sagen, ob wir jetzt einfach so trocknen oder ob wir ein Lagerfeuer brauchen. Oh, wie schön das aussieht mit dem Nebel hier. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, rüber zu unserem kleinen Steinhäuschen. Steinfundament und die nächsten Sachen reingeschmissen. Zack. So. Ah, guck mal, haben wir doch fast geschafft. Fehlen nur noch drei kleine Stücke hier drüben. Dann haben wir's. So, wenn wir die Axt wieder... Was ist ein Hirsch? Ah, da liegt... Da haben wir einen vergessen mitzunehmen. Dann kommst du jetzt mal mit. So, da haben wir noch einen zum Abbauen. Da hinten liegt noch was rum. Oh, das ist die falsche Werkzeug. Ops. Dab, 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 dab. Du kommst mit. Da drüben haben wir noch ein paar. Ah, wir haben aber schon einiges an Stein hier in der Umgebung. Es passt schon. Und wir haben vor allem auch Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Ich will, wie gesagt, ganz, ganz gemütlich und ganz langsam reinkommen in so das Spiel. Wir müssen einfach auch Spiele genießen. Und richtig in diese Welt eintauchen. Ich bin total begeistert davon, wie schön das hier aussieht. Das gefällt mir richtig gut. Das Wasser hier, dieser kleine See. Ob man auch angeln kann? Bestimmt. Wie es immer mehr zuzieht, nebliger wird und der Regen wird auch, glaube ich, ein bisschen stärker. Aha. So. Dann fehlt auch gar nicht mehr viel. Dann haben wir das Fundament aufgesetzt. Können wir anfangen, die... Oh, super. Ich lieb's. Ich mag so schöne Wettereffekte. Gerade Unwetter und Gewitter, wenn das richtig gut gemacht ist und die Sounds einfach richtig toll sind. Das hat sich gerade sehr, sehr schön angehört, der Donner. Und auch der Sound vom Regen gefällt mir richtig gut. Wie ist das eigentlich, wenn wir den Schirm aufspannen? Hört man das dann auch, dass wir den Schirm aufgespannt haben? Ja. Hört er das, wie das auf unseren Regenschirm prasselt? Ah, wie gut. Ah, wie gut. Sind das Hagelkörner? Das sind Hagelkörner und es fängt an zu hageln. Oh, das ist ja noch besser. Oh, und unser Schirm scheint davon kaputt zu gehen, Leute. Ah, ist das gut gemacht. Ich schätze mal, wir nehmen auch Schaden, wenn wir den jetzt nicht in der Hand halten würden. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein bisschen wehtut, so ein paar Hagelkörner auf dem Kopf. Baff. Super. Wir haben ein Fundament hingezimmert. Jetzt lass mal gucken, was können wir noch machen? Lamellentürrahmen. Ach, guck mal hier, mit einem runden Fenster, wie schön. Aber wir machen erstmal hier, was mal damit anfangen. Ja. Machen wir eine Tür, machen wir mal hier eine Tür hin. Und dann machen wir erstmal eine Wand. Hier und eine Wand da und da und da. Ich höre was knurren, habe ich das Gefühl, oder? Weil hat hier nicht gerade was geknurrt? Eine da, eine da, eine da, eine da. Und dann ein paar Fenster. Yep. Oh, wie cool, sogar mit kleiner Markise, mit kleinem Fensterladen oben drüber. Wie schön. So, zwei hier rein, eins da rein. Oh, und da auch noch eins rein. Zapp. Sehr cool. Okay. Weiter geht's. Oh, unser Schirm hält nicht mehr lange durch. Und mal sehen, ich schätze mal, wenn wir jetzt den Schirm wegpacken, kriegen wir bestimmt Schaden durch den Hagel, ne? Rops. So, wir fällen unsere ersten Bäume. Los geht's. Lassen wir auch alles mit. Den auch gleich hier. Okay, Lebensenergie geht aber gerade nicht runter. Okay, scheint aber auch genau in dem Moment aufgehört haben. Oh, der Blitz. Oh, der... Super. Super. Gefällt mir. Also mich hat's sowas von abgeholt, dieses Spiel und diese Spielwelt. Mich hat's schon mit den ersten Trailern so abgeholt gehabt, weil das so viel gleich drin hatte, was mir gefällt. Einmal absolut abgefahrene Fantasiekreaturen und Fantasiewelten. Dann Steampunk-Elemente, viktorianisches Zeitalter, das ganze Design, der Grafikstil, das mit diesen ganzen schwebenden Sachen hier.
Einfach alles. Hat mich so gepackt. Ist genau meins. Ah, wie gut. Er haut auch gleich wirklich dann rein und macht einfach fertig. Ist das super. So, können wir dich auch fällen? Ja, natürlich. Boah, der ist aber hartnäckig. Jetzt haben wir ihn. Baum fällt. Oh, die Blitze. Super gemacht, Leute. Super gemacht. Nicht genug Ausdauer. Okay. Ah. Oh, ich weiß nicht, was ich eben gerade für einen Knurren gehalten habe. Das war das leichte Donnergrollen. Hopp, weg mit dir. Du auch gleich. Oh, aufpassen! Ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Spiel so funktioniert, dass man, wenn man von seinem eigenen Baum getroffen wird, dass das ordentlich Aua macht. Und irgendwie scheint es die Bäume gerade auf uns abgesehen zu haben. Hallo? Wieso kippt ihr in alle meine Richtung? Was soll denn das? Zapp, zapp, zapp. Du auch noch. Ach so, Moment, ihr habt auch geschrieben, E gedrückt halten. Dann sammeln wir alles in der Umgebung auf. Ah, wie angenehm. Das macht natürlich nochmal einiges angenehmer. So. Okay, hier geht der Reihe nach rum einfach. Hat jetzt hier angefangen. Warum sind die, wenn die noch nicht fertig? Okay, hier geht nicht ganz der Reihe nach rum. Vielleicht macht er erst die kompletten Wände fertig und dann die mit Fenster. So, sammeln nochmal schnell ein paar Stöckchen hier. Zap, zap, zadap, zap. Ah, herrlich, Leute. So mag ich das. Gemütlich ankommen, kleine Basis aufbauen und von da aus dann weiter unsere erste kleine Welt hier erkunden. Hopp. Baum fällt! Ich bin aber gespannt auf diesen NPC-Händler. Was wir da machen können und was es da für Baupläne dann zu holen gibt gegen Essenzstaub. Weil Essenzstaub können wir ja einfach jede Menge herstellen. Wir können ja alles irgendwie zu Essenzstaub zerlegen. Das heißt, davon viel zusammenzukriegen sollte nicht so schwer sein. Einfach eine Menge Ressourcen abbauen und dann zu Essenzstaub verwursten. Bombs! Auch das gefällt mir, wie das gemacht ist mit dem, wie man die Bäume hier fällt. Hallo, kannst du das aufheben? Ja, wie cool, er nimmt wirklich dann alles in der Umgebung auf und hat auch einigermaßen Reichweite. Epp, das auch noch. Boah, schwer beladen. Und unsere Axt sieht auch schon ziemlich zerfleddert aus hier. Haben wir denn ein bisschen Essenzstaub zufällig gerade über? Ja, reparier mal das. Unsere Klamotten sehen soweit noch ganz gut. Können wir den Regenschirm reparieren? Nee, können wir nicht. Okay, können wir nicht. Aber gut, den haben wir auch nicht selber gebaut. Den haben wir gefunden, den Regenschirm. Wahrscheinlich müssen wir erstmal den Bauplan beherrschen, bevor wir was reparieren können. So. Stöcke haben wir auch schon genug, ne? Pflanzenfasern fehlen noch. Gib doch mal die Sichel her. Ja, na, Sichel. Mal ein paar Pflanzenfasern holen. Ich glaube, mit der Sichel sollten wir deutlich mehr an Fasern rausbekommen, als wenn wir das mit der Hand alles pflücken hier. Nicht genug Ausdauer. So, hau rein hier. Ah, okay, das ist fertig. Ja, okay, es fehlen also nur noch fürs gesamte Gebäude jetzt 9 Baumstämme. Die holen wir mal schnell. Ah, gefällt mir jetzt schon. Unsere erste einfache kleine Holzhütte. Ich find's super. Hau drauf! Vorsicht! Zack. Die Eimer alle mitnehmen. Bevor sie zu weit durch die Gegend rollen. Epp. So, das waren jetzt 8, ne? Fehlt uns noch einer. Guck mal, da war die FPS gerade mal bei 52. Also geht es doch ab und zu auch noch mal ein bisschen weiter runter. Aber selbst das kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Also das macht... ob 60 FPS oder 58 oder 52, das nimmt man so eigentlich wahr, erst wenn es weiter runter geht. Aber okay, wir sind sogar mal unter 50 FPS jetzt gerade gekommen. Müsste aber trotzdem alles in der Aufnahme flüssig laufen, weil das hat ja mit dem Ruckeln nichts zu tun, wenn die FPS ein bisschen langsamer werden oder minimales bisschen. Sondern das waren einfach kleine Mikro-Ruckler, weil ich DLSS nicht aktiviert hatte. Komplett. Ha! Wie cool! Oder ist er schon wieder? Moin, Puck! How far you've come.
And yet how little you possess. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No. It seems more apt that thou merely remain blind to all that could be thine. Across these wilds, your kind have proliferated with haste. Industrious and more than willing to avail amidst your ever-growing need. So, jetzt erzählt er uns da was und hier auch. Okay, lesen wir erstmal das hier durch. Indulge their hunger for essence, and they will indulge your want for new and novel constructions. Okay, Puck. Danke erstmal. Jetzt guck mal hier. Essenzhändler. Was sind Essenzhändler? Essenzhändler sind in den meisten Welten zu finden und bieten Entwürfe, Ressourcen und Verbrauchsgegenstände im Tausch gegen Essenz an. Okay. Was kann ich bei Essenzhändlern kaufen? Weltenwandler können Entwürfe von Essenzhändlern erwerben, um ihr Repertoire an herstellbaren Bauten und Ausrüstungsgegenständen zu vergrößern. Wir müssen ihn auf jeden Fall besuchen gehen, Leute. Ich will gucken, was wir da machen können. Benutzen Sie das Handbuch, um die verfügbaren Essenzhändler zu betrachten. Weltenwandler können das Handbuch benutzen, um Gegenstände zu betrachten, die bei verschiedenen Essenzhändlern in den Welten verfügbar sind. Essenzhändler werden, falls verfügbar, auch auf der Karte markiert. Ja, haben wir schon gesehen. Wählen Sie einen Gegenstand zum Kauf aus und drücken Sie anschließend die Kaufen-Taste. Überraschung. Wenn Sie die erforderliche Essenz besitzen, wird dieses Ihrem Inventar entnommen und der gekaufte Gegenstand geht in Ihren Besitz über. Das hoffe ich doch. Vielen Dank, Puck. Was hast du jetzt gesagt? Erstmal, was heißt denn hier asketisch? Ich finde, unser Haus ist wunderschön bis jetzt schon. Das ist doch hier nicht asketisch. Das ist ein super schönes Häuschen. Also, was meckert denn daran rum? Das haben wir gerade im Schweiße unseres Angesichts hier fleißig zusammengezimmert. Das ist ein Traumhaus. Das ist quasi unsere erste kleine Villa. So, hat er noch gesagt, in dieser Wildnis verbreitet sich deine Sippe voller Hast, eifrig und überaus gewillt, eures stetig wachsenden Bedarfs Herr zu werden. Stille ihren Hunger nach Essenz, dann werden sie dein Verlangen nach neuen und originellen Konstruktionen befriedigen. Alles klar. Danke, Puck, für die Infos. Ich freue mich, den ersten Essenzhändler zu besuchen. So, jetzt haben wir das. Das reicht ja aber noch nicht. Wir brauchen ja noch ein Dach oben drauf. Flachdach primitiv, Obergeschoss. Ach, es gibt einen Unterschied, ob wir eine zweite Etage bauen wollen oder ob wir ein Dach draufsetzen wollen. Ich würde sagen, für unser erstes Häuschen soll uns ein Dach reichen. Halt, nee, komm mal hier rein. So rum. Bauen. Hopp, hopp. Für die erste Gemütlichkeit. Wo fehlt noch? Fehlt nur noch hier, ne? Hau schon mal rein. Was brauchen wir insgesamt? 33 Loks noch und Pflanzenfasern. Stöcke hatten wir genug. Alles klar. Was können wir denn überhaupt noch herstellen? Da waren auch schon noch mehr Sachen. Hier, Lager zum Beispiel. Das wäre doch gerade mal gut. Weil, dann könnten wir ja schon mal ein bisschen was... Das finde ich auch cool. Wir haben irgendwo diesen Docht bekommen letzte Folge. Und jetzt seitdem können wir Kerzen herstellen. Das ist auch mal cool gemacht. So, also, wir brauchen ein bisschen Pflanzenfaser. Dann stellen wir nämlich erstmal ein Lager her und machen die Taschen leer. Damit wir deutlich mehr an Baumaterial mal schleppen können. Alles rausschmeißen, was wir nicht aktuell brauchen. Nicht genug Ausdauer. Ja, wir müssen uns vielleicht auch gleich mal hinlegen. Mal gucken, dass wir uns... Aber erstmal brauchen wir das Dach, sonst können wir uns nicht ausruhen. Erstmal das Dach brauchen wir und dann können wir, glaube ich, unseren Schlafsack wieder setzen. Guck mal, hier liegt noch ein Baumstämmchen rum. Zap, zap, zap. Die gehen nicht, okay. Aber die hier alle. Gefällt mir, Leute. Also ich bin jetzt schon mal... Das Bausystem gefällt mir jetzt schon mal. Ich hoffe, es gibt auch genug verschiedene Dachformen dann später, dass man auch wirklich schöne Gebäude bauen kann. Aber was man in den Trailern schon gesehen hat, wird da einiges möglich sein. So, eigentlich hatte ich die Pflanzenfaser gesammelt für die Tasche, ne, für ein Lager. Jetzt habe ich sie erstmal wieder ins Dach gehauen. So ist das. Holen wir noch ein paar mehr und stellen mal so eine Kiste auf. Hopp, hopp. Öpp. Wie viel zu essen haben wir noch? Nicht mehr so viel, ne? Nicht mehr so viel. Hau dir gleich mal ein paar Berries rein. Mmh, lecker, lecker, lecker. Yummy, yummy. So, alles klar. Und jetzt aber... Machen wir mal hier in die Ecke. So ein Lager. Ja, platzieren. Ja. So. Cool.
So, dann packen wir das alles rüber. Packen wir die ganzen Knochen rüber. Hier auf jeden Fall die Barren, Bretter, Fell erstmal raus. Die ganzen Tränke. Kleine Steine brauchen wir jetzt gerade nicht. Talisman des Blutes. Ertragbar Extraktion. Dieser Talisman mit Stärke der Verzauberungen des Trägers. Ich glaube, damit können wir noch nichts anfangen mit Verzauberungen. So, was haben wir hier noch? Roher Edelstein. Wir brauchen erstmal die gewöhnlichen Blöcke und Stöckchen. Alles klar. Haben wir schon mal ein bisschen Gewicht eingespart. Dann können wir mehr Baumstämme jetzt hoffentlich tragen. Weiter geht's. Ab. Oh, das ging schnell. Oh, super. So, hol die alle ran. Zack. Haben wir alle erwischt von beiden Bäumen? Sieht so aus. Okay. Dann die nächsten. Epp. Epp. Und den auch noch. Umfällt! Ah, wir können auf jeden Fall schon mal einiges mehr tragen. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall gleich mal ausruhen. Ich weiß gar nicht, wird es hier dunkel? Ja, wir haben ja eine Uhrzeit gesehen, also wird es wahrscheinlich auch dunkel werden. Wo war denn das mit der Uhr? So auf der Karte, ne? Okay, 21:49, aber noch ziemlich hell dafür. Aber es wird dann wahrscheinlich auch einen Tag-Nacht-Wechsel geben hier, könnte ich mir vorstellen. So. So viel fehlt auch gar nicht mehr. Ein Schwung Pflanzenfasern und ein paar Baumstämme noch. Oh, wie gut, Leute. Das klingt ja mal richtig schön. Richtig realistisch, wie der Hirsch da hinten rumröhrt. Es röhrt der Hirsch durch den Wald. Ah, ja! Irgendwie haben es die Bäume auf uns abgesehen, habe ich das Gefühl. Kippen immer genau in die Richtung, wo wir stehen. Kann man es eigentlich so ein bisschen beeinflussen, in welche Richtung die umkippen, wenn wir jetzt hier mehr wegklopfen. Bricht dann nach da um. Ja, sieht so aus. Okay. Hebt das alles her. Schade, dass er nicht anzeigt beim Aufheben, wie viel man gerade aufgehoben hat. Sechs Stück noch. Sechs Baumstämme noch. Dürfte das Bäumchen hier für reichen. Können wir den denn... Ja, kriegen wir auch gefällt. So einen großen. Oh. So, kippst du jetzt in die Richtung? Kippst du. Nein, nicht so ganz. Schafft sich bis auf den Boden. Müsst erstmal die Äste wegbrechen. So, jetzt musst du auseinanderfallen. Baum? Baum? Hallo? Ah, was will er nicht? Doch. Oh, sehr schön. Da kommt gleich mal einiges raus. Das sollte gereicht haben. Dann haben wir alles an Baumstämmen im Dach drin. Dass wir hier vor Einbruch der Dunkelheit fertig werden. Jetzt brauchen wir nur noch ganz viel Pflanzenfasern. Die wiegen ja zum Glück so gut wie gar nichts. Holen wir mal los. Zack. Rötschen hier der Hirsch. Ich glaube, die geben am meisten hier, die Dinger. Kriegen wahrscheinlich auch ein bisschen Stöcke mit draußen. Wir können ja mal hier unten gucken, wie es mit dem Schilf aussieht. Müsste doch eigentlich auch einiges an Pflanzenfasern geben. Schon wieder keine auf. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich ausruhen. Sobald das Dach draufsteht, muss der Schlafsack her. Hm. So, können wir... Ja. So, raus hier. Na doch, die Sonne geht unter, Leute. Die Sonne geht langsam unter da hinten. Okay, es wird also bald dunkel werden. Ob man dann auch schlafen kann, werden wir rausfinden. So. Uah. Knapp 36 Fasern noch. Hopp. 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 Da ist irgendwas rausgefallen.
Essenzstaub. Gut. Kriegen wir also einfach so. Ich. Kann man das Kleine hier auch abbauen? Nee, das geht nicht. Okay. Wie viel haben wir denn? 39. Das reicht doch schon. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall gleich auch nochmal jagen gehen. Wir haben kaum noch was zu essen. Ne? Wir haben kaum noch Fleisch in der Tasche. Haben wir denn noch Essenzstaub zum Reparieren dabei? Ja, haben wir noch. Können wir das auch nochmal reparieren? Ja, super. Den Schirm können wir noch nicht reparieren. Brauchen wir erst den Bauplan, würde ich mal schwer vermuten. So. Ah! Wie gut! Unser erstes kleines Häuschen ist gebaut. Und ich würde sagen, wir bauen gleich noch ein paar mehr von diesen Lagerkörben auf. Da ist ja nicht wirklich viel Platz drin. Können wir auch schon mal ein bisschen durchsortieren nach Materialien. Zack. Ja, geht das auf bis in eine Ecke rein hier? Ja, gerade so. Passt noch. Wenn die so ein bisschen ineinanderlappen können, wir dürfen es trotzdem bauen, würde ich mich nicht beschweren. Mal gucken, ob das dann gleich geht oder ob wir dann vielleicht einen nicht bauen können. Komm mal her. Jetzt wollte ich ihn gerade aufheben. Egal, ich wollte mal gucken, dass wir ihn noch ein bisschen versetzen. Aber wir lassen es erstmal jetzt so stehen. So, mehr Pflanzenfasern. Für mehr Kisten und für den Schlafsack auf jeden Fall. Dann Lagerfeuerchen. Und dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen in unserem kleinen Häuschen. Hep, hep, hep. 20 schon wieder. Reicht schon wieder für zwei Kisten. Dann können wir gleich mal ein bisschen nach einfachen Standardressourcen und nach Sachen, wo wir noch gar nicht wissen, was wir damit machen, schon mal ein bisschen durchsortieren. Und nach Knochen und Fleisch und Pelzen und so weiter. Können wir gleich ein bisschen Überblick haben. Ah, Ausdauer. Ich finde es gar nicht schlecht, unser einfaches kleines... Ne? Ist ja nur ein viereckiger Klotz bis jetzt, aber... Für den Anfang auf jeden Fall gut genug. Auch wie das Licht hier reinfällt, finde ich wieder super. Das ist einfach diese Global Illumination, die heute die meisten Spieler haben. Ja, cool. Wir können die so ein bisschen aneinander stellen. Alles klar, so, jetzt machen wir mal den ersten Korb. Nimm mal alles raus. So, erster Korb, da kommt rein. Holzstöcke, Steine, größere Steine, ein Holzbündel, Bretter, die Metallbarren hier, rohes Erz. Ja, finde ich erstmal gut. Zweite Kiste, Knochen, Pelze, Fleisch. So, die Fasern können auch noch hier vorne mit rein. Pflanzenfasern, grundsätzliche Baumaterialien, was wir von Tieren bekommen. Und dann machen wir einfach erstmal eine dritte Kiste mit... Warte mal, hier der Docht, den würde ich auch nochmal zu Baumaterialien zählen. Dritte Kiste. Was ist das hier? Das sind diese Talismänner. Keine Ahnung, was wir damit machen. Die schmeißen wir hier rein. Genauso wie die Dinger. Nächste Kiste. Tränke und so ein Kram. Okay, schon mal ein bisschen Ordnung. Und dann gleich wieder die Sachen rausnehmen zum Bauen. Stöcke, Steine, Fasern. Mehr erstmal nicht. Alles klar, wir brauchen unseren Schlafsack. Boah, legen wir uns mal hier so ein bisschen gemütlich in die Ecke. Zack. Ah, super. Ausruhen. Ah, so geht's auch schon mal besser. Lagerfeuerchen. Licht kannst du wegnehmen, Lager nicht. Ach, hier war das, Herstellung. Oh, 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 oh. Einfache Werkbank haben wir mittlerweile auch schon. Aber erstmal machen wir ein Lagerfeuer. Okay, zeigt er an. Ah, okay, jetzt sind wir alles klar. Okay, cool. Das heißt, Lagerfeuer vielleicht hier am Fenster. Dann ist auf jeden Fall noch in Reichweite und sorgt hoffentlich nochmal für mehr Komfort. Wenn das so angezeigt wird mit der grünen Linie. Zack. So, das haben wir auch. Wir essen mal einen Happen. Ah, nee, nicht so. Essen sollst du. Nicht auf dein eigenes Haus einprügeln. Sieht schon wieder besser aus. Können wir noch einen Happen essen für noch mehr Lebensenergie? Können wir das noch mehr steigern? Oder... Wir können es noch mehr steigern. Wie gut. Und wir erholen uns auch gerade ein bisschen. Alles klar. So, Lagerfeuerchen.
Schlafsack, ein paar Kisten. Dann lass mal gleich gucken. Hier, Werkbank. Werkbank. Ah, okay, wieso hatten das jetzt. Wieso wird das auch mit dem Lagerfeuer in Kombination? Deshalb eigentlich würde ich die gerne jetzt hier in der Nähe von unseren Kisten mal hinstellen. Machen wir einfach mal. Und dann haben wir noch so ein. Was haben wir noch? Einfache Gerbstation. Hm, da riecht es bestimmt richtig gut im Haus dann mit so einer Gerbstation. Wir machen die trotzdem mal hier am Fenster. So, alles klar. Haben wir da schon irgendwas für? Was fehlt uns hier? 10 Baumstämme, ein bisschen Pflanzenfasern und hier nur noch Pflanzenfasern. Alles klar, raus geht's. In den. Oh, lass uns das mal kurz genießen, Leute. Den Sonnenuntergang, wenn wir da noch was davon sehen. Ich glaube, die Sonne ist aber schon ganz weg, ne? Trotzdem eine schöne Lichtstimmung gerade. Hopp. Boah, wie gut. Zwar etwas schnell der Übergang hier vom Sonnenuntergang in. Aber super. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Mir gefällt eigentlich alles bis jetzt sehr gut. Ich habe nichts groß auszusetzen an dem Spiel. Außer halt wirklich der dauerhafte Online-Modus. Da könnten sie. Aber da habt ihr auch schon geschrieben, die arbeiten auch schon in einem Offline-Modus. Dass sowas wie letzte Folge nicht mehr passiert. Das lag aber doch nicht an meinem Internet. Das lag daran, dass irgendwie die Server überlastet waren von Nightingale kurz. Deswegen sind wir rausgefahren. Oh, wie gut! Hier so kleine Glühwürmchen im Wald. Und sowas mag ich in Spielen auch immer richtig gerne. Ich mag sowieso, wenn es irgendwo, wenn es leuchtet und glüht. So, und wir brauchen ja noch ein paar Dings hier. Au. Drauf! Hep, die einmal alle mit. Und noch so ein Bäumchen hier. Dann haben wir, glaube ich, schon alles zusammen für die Werkbank. Ratz. Na. Also, die Bäume haben es in dem Spiel, die Bäume haben es auf uns abgesehen. Zack, die alle mit. Die Musik hat sich auch geändert jetzt in der Nacht, ne? Und auch so die Hintergrundgeräusche. Ich habe nur so ein bisschen die Grillen zirpen, aber keine Vögel mehr zwitschern und nichts. Fledermäuse? Fledermäuse! So schön, so abgeholt, ihr Lieben, von diesem Spiel. Okay, Gerbgestell haben wir. Hier fehlt uns noch ein bisschen was an Holz. 2 Holzstämme brauchen wir noch. Kann man dich eigentlich auch fällen, du Minibaum? Kann man. Okay, geht. Das müsste gereicht haben. Ganz schön dunkel hier drin. Baueigenschaften. Baueigenschaften haben einen Einfluss auf die Funktion gewisser Bauten. Die Umgebung und die Bauten in der Nähe beeinflussen, welche Eigenschaften ein Bauwerk hat. Ein Schlafsack etwa ist effektiver, wenn er sich in einem warmen, trockenen Ort befindet. Haben wir schon gelernt. Eigenschaften können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Einige der wichtigsten sind Umwelteigenschaften. Etwa loser Untergrund und ungeschützt, die auf der Basis des Standorts eines Bauwerks gelten. Loser Untergrund und ungeschützt, die auf der Basis des Standorts eines Bauwerks gelten, werden und Herstellungszeiten erhöhen. Okay, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Oh, ich habe es eins übersprungen. Bänke gelten als ungeschützt, wenn sie in Bereichen ohne Unterstand errichtet werden. Okay, Weltenwanderer können positive Eigenschaften wie Licht und Wärme ergänzen, indem sie in der Nähe von Bänken oder Schlafsäcken ein Lagerfeuer errichten. Manche Bauten können mit Erweiterungen ausgestattet werden, die ihre Effektivität steigern und neue Eigenschaften ermöglichen. Um Erweiterungen einsetzen zu können, müssen sie diese in der Nähe des Bauwerks errichten, das sie beeinflussen möchten. Die Zahl der Erweiterungen pro Bauwerk ist limitiert. Nee, Spiel, sowas mag ich nicht. Ich will nicht limitiert sein in dem, was ich baue. Kompatible Erweiterungskombos, die neue Eigenschaften erzeugen, werden in ihrem Handbuch erläutert. Weltenwandler können aktive Eigenschaften betrachten, indem sie mit Untersuchen bzw. im Herstellungsmenü von Herstellungsstationen mit einem fertiggestellten Bauwerk interagieren. Okay. Viel Text, um uns ein bisschen was Einfaches zu sagen.
Aber okay, es hat also alles Einfluss aufeinander, haben wir ja schon ein bisschen gelernt hier, was wir in der Nähe bauen. Macht erstmal ein Feuerchen an. Schmeiß mal hier ruhig alles rein an Pflanzenfasern. Anzünden. Ah! So, und lass mal gucken, Kerze. Wir haben einen Docht, den haben wir im Dings. Gib mal her den Docht. Kerzchen. Kann man so auf Fensterbank stellen? Nee, schade. An der Wand hängen? Auch nicht. Kann man einfach nur auf dem Boden. Wahrscheinlich brauchen wir erstmal einen Tisch, damit es wirklich gut ist. Aber wir stellen es erstmal hier vorne in die Ecke, nur zum Gucken. Ich schätze mal, man kann Sachen auch wieder abbauen hier. Naja. Müsste schon auf dem Tisch stehen wahrscheinlich. Aber so schon mal sehr cool. Aber wir haben noch hier was. Mach doch einfach mal eine Fackel an. So. Gegenstände herstellen. Was können wir denn hier? Einfacher, okay, wir können auf jeden Fall schon mal bessere Werkzeuge machen. Eine Schleuder. Steinmurmeln. Hm. Was machen wir denn damit? Ah, oder ist das die Munition für die Schleuder? Kann sein, ne? Ja, kann natürlich sein. Okay, also hier können wir bessere Werkzeuge jetzt herstellen. Fehlt natürlich erstmal wieder das Material. Oh, und da war was Neues dabei. Riemen. Können wir die hier machen? Oder müssen wir die finden? Sag mal her. Werkbank. Chitinfell, Filz, Leder und Riemen. Was brauchen wir denn für die Riemen? Fell. Alles klar. Gib mal ein bisschen Fell raus. Riemen. Jawohl. Alles herstellen. Wo ist der? Ach da, alles klar. Okay, wird hergestellt. Sehr gut, Leute. Gefällt mir. Gefällt mir alles. Gegenstände nehmen. Zack. Dann noch ein paar mehr davon. Ja, die hier auch alle herstellen. Okay, 6 Riemen haben wir. Können wir jetzt hier die Nacht überbrücken? Nee, ne? Lange Ruhezeit. Ja! Oh! Super. Herrlich. So geht's doch gut. Und dann zum Frühstück gleich mal ein paar Bärchen. Gucken wir mal auf die Dings hier. Karte, wie spät haben wir jetzt? Boah. Kurz nach 4. Früh aufstehe, aber ist auch schon hell draußen. So, ist das jetzt hier fertig? Ja, ne? Riemen haben wir. Das heißt, wir könnten jetzt... Da fehlen uns Steinblöcke. Alles klar, holen wir mal die Sachen ran, die wir brauchen. Haben wir noch Essenzstaub? Können wir nochmal wieder reparieren? Ja, können wir. Sehr cool. Nein, nicht ablegen! Achso, packt er nur ins Inventar dann. Alles klar. Okay. Also, wir brauchen noch ein bisschen Holz wieder und ein paar Steinblöcke, hat er jetzt gesagt, ne? Dann holen wir uns noch ein paar. Sonne muss dann jetzt da drüben aufgehen, ne? Trotzdem schöne Lichtstimmung, auch wenn wir den Sonnenaufgang nicht direkt sehen können. Hopp. Wir sind mal schon wieder überladen. Was schleppe ich denn? Ach, die Riemen hätte ich mal rausschmeißen sollen, ne? Ah! Na gut. Egal, jetzt nehmen wir trotzdem erstmal Steine mit. Wir können uns ja auch bewegen, wenn wir ein bisschen überladen sind. Und so weit sind wir eigentlich weg. Können wir auch ein bisschen langsamer jetzt zu unserem Häuschen zurückschleichen. Die nimmst du auch noch mit. Zap, zap, zap. Und zurück zum Häuschen. So, Essen haben wir aber. Also, so weit sind wir noch gut, aber wir müssen jetzt demnächst mal jagen gehen dann, weil wir brauchen wieder frisches Fleisch. Damit auf keinen Fall die Ausdauer so weit runtergeht oder der Hunger. Jetzt haben wir dann wieder keine Lebensenergie oder zumindest sehr niedrige nur. Wenn dann irgendwie Gegner kommen, könnte es schwierig werden. Kaufen Sie einfache Nähbank beim Essenzhändler. Okay, da oben steht, was wir als nächstes machen sollen. Schalten Sie den antiquarischen Kraftort frei und kaufen Sie die einfache Nähbank beim Essenzhändler. Machen wir alles Spiel. Wir kommen aber erstmal weiterhin in Ruhe an. Oh, vielleicht können wir auch noch eine Treppe hier hinsetzen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Alles klar. So, dann lass mal gucken. Wir können eine einfache Holzaxt bauen. Aber warte mal, hier automatisch füllen, ne?
Wir stellen eine Holzaxt her. Kletterpickel. Klingt interessant. Ich würde aber trotzdem gerne erstmal hier Sachen zum Abbauen herstellen. Automatisch füllen. Herstellen. Und jetzt fehlt uns wieder Holz. Achso, habe ich die Sachen jetzt schon genommen? Wir haben doch zwei Sachen jetzt hergestellt, ne? Holz, Axt und Dings. Ach, die Axt haben wir automatisch auf die 5 gepackt. Okay, ich wollte sagen, wo sind jetzt die Sachen hin? Schmeiß das mal raus. Stein. Hacke dahin. So, wir haben ja noch eine Tasche frei hier hinten, ne? Guck mal, dann kommt da alte Ausrüstung rein. Ist doch super. Was fehlt uns jetzt für so ein besseres Jagdmesser? Nur ein bisschen Holz. Alles klar. Guck mal, unsere neue... Oh, guck mal, sieht gleich viel, viel besser aus. Super, wir sind immer noch zu schwer, ne? Weißt du was? Schmeiß mal die kleinen Steine raus. 90 Stöcke haben wir dabei. Schmeiß mal kurz alles raus. So, okay. Wir holen Holz. Und bauen uns erstmal jetzt einen ganzen Schwung bessere Werkzeuge. Oh, super. Geht gleich dreimal so schnell. Das ist ja schön. So. Okay. Das sollte reichen für ein besseres Messer und vielleicht auch gleich schon für die bessere Sichel. Gib das wieder her. Ich weiß gar nicht, brauchen wir Stöcke? Oh, ich glaube schon. Ne? Gib das auch nochmal wieder her. So, was fehlt uns jetzt fürs Jagdmesser? Steinblöcke brauchen wir dafür auch noch. Haben wir doch auch noch ein paar gehabt, ne? Gib mal her. So. Also. Einfache Sichel. Machen wir erstmal das Messer. Automatisch auffüllen. Herstellen. Sichel. So, die haben wir jetzt auf die... Das Messer haben wir jetzt wieder automatisch auf die 5 geschmissen. Und dann brauchen wir noch eine Sichel. Herstellen. Gegenstand erhalten. So, Sichel hier drauf. Und das ist das gewöhnliche Messer. Ne, das ist das bessere. Pack mal hier hin. Okay, die Sachen hier rein. Oder nee, warte mal. Können wir das eigentlich auch zu Essenz zersemmeln? Gib mal her. Ja. Dann extrahier mal ein bisschen was davon. 90 Stöcke dabei. Das alles wieder hier rein. So. Sieht doch ganz übersichtlich. Ach, guck mal, Fleisch haben wir ja noch. Wir können doch mal was durchbrutzeln. Das ist doch super. Gib das mal her. Dann kann man irgendwie hier... Ah, kann man bestimmen. Dann nimm nur mal 25 mit oder 20. Nimm mal 20 mit. Dann schmeißen wir die ins Feuerchen rein. Ja, rein damit. Anzünden. Und Fleisch durchbraten. Erstmal die vier hier alles herstellen. So, auf jeden Fall immer was zu essen in der Tasche. Wir sind nämlich schon wieder nur noch bei 56 Lebenspunkten. Riecht gut. Lecker, lecker. So, und das andere auch noch. Ja, herstellen. So, und da ist gleich wieder ein Happen frühstücken. Und noch ein. Okay, mehr geht gerade nicht. 89 Lebenspunkte. Alles klar. So, gefällt mir. Schirmchen raus, weil es schön aussieht. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Und ich finde den Spot auch gar nicht mal so übel hier mit dem kleinen See hinten dran hier. Ich finde die Wasserfarbe vor allem einfach schön hier. Dadurch, dass es so flach ist, wirkt es auch, dass es dadurch so hell ist und auch diesen etwas hellblauen Farbton hat von dem Boden hier. Gefällt mir richtig schön. So, okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon wieder fast bei einer Stunde und wir haben einiges geschafft in der Folge. Haben auf jeden Fall jetzt erstmal unsere ganzen Grundlagen geschaffen hier. Erstes kleines Häuschen, ersten Werkbänke stehen, bessere Werkzeuge haben wir, Lagerfeuerchen, Schlafsack und eine kleine Kerze. Passt soweit. Ich würde sagen, dann kommen wir hier zum Ende unserer zweiten Folge. In der nächsten Folge gehen wir mal ein bisschen auf Erkundung dann. Gucken, dass wir uns nochmal diese Schleuder herstellen und ein paar von den Steinmurmeln und dann... Gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour und schauen mal bei diesem Essenzhändler vorbei. Sehr gespannt, was der uns verkaufen kann. Was wir da bekommen können. Und ansonsten machen wir weiter ganz gemütlich und
in Ruhe. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.